Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit dem Pokémon Trading Card Game zu Schwert und Schild. Zu dem ersten von zwei Blistern. Hier der Blister mit der limitierten Karte, wollte ich sagen, mit der Promokarte Morpeko. Mit einer kleinen Münze hier, drei Boostern. Hinten sieht man nochmal genau alles, wie es dann draufsteht. Hier, peppe deine Sammlung auf. Deine Begeisterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel sind dank drei toller Booster-Packs aus der neuen Erweiterung Schwert und Schild, einer speziellen holographischen Promokarte, einer coolen Pokémon-Münze für deine Sammlung sowie einer Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel online keine Grenzen gesetzt. Ja, also ein kleines Blister mit drei Boostern, der Promokarte, um die geht's hauptsächlich. Und eine kleine Münze, die habe ich ja schon aus den Themendecks, habe ich ja schon drei Münzen bekommen. Und jetzt haben wir hier nochmal eine vierte Münze dann. So, dann öffnen wir das Ganze mal und schauen uns mal an, was uns da drin erwartet. Da ist die Codekarte. Und dann haben wir hier die Promokarte. Münze, hier raus, um sie kaputt zu machen, jawohl, ja. Das ist Müll. Booster Packs, das ist auch Müll. Genau, dann haben wir hier die Münze. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Pokémon hier abgebildet ist. Das würde mich mal interessieren. Dann haben wir hier die Promokarte, die SWSH012. Promokarte hier, Elektro-Pokémon Morpeko. Glitzernd. Fähigkeit Donnerschock. Wirf eine Münze, bei Kopf ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Aha. Und drei Booster von Schwert und Schild. Dann würde ich sagen, ohne Umschweife gucken wir, was wir für Karten haben. Ein Kloptopus, Waumboll, Kamehaps, ein Rihorn, ein Micro oder Mekro. Dann die Parallel-Karte, ohne Rare-Parallel-Karte, sehr geil. Tortunator, sehr cool. Und, okay, jetzt bin ich überrascht. Okay, hier ist Liberlo als Rare-Karte, aber mit diesem holographischen Effekt. Ich glaube, es ist derselbe, das muss ich mir mal angucken, wie in dem Themendeck. Da muss ich mir dann nach dem Video mal angucken, wie Liberlo in dem Themendeck aussieht. Ob das ein anderer ist, ob das genau derselbe ist. Oder gibt es verschiedene Rare Liberlos? Es gibt ja auch mehrere Hopplos und so. Kann nicht auch sein. Ich kann mich an das Artwork auch gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Na, mal gucken. Also auf jeden Fall ein Liberlo Rare, sogar als mit Holo-Effekt. Dann eine Energiekarte. Dann haben wir ein Gala Geradax. Ein Energieumschalter. Und ein Cesurio oder Casurio. Dann geht's weiter. Nächstes Booster Pack. Und da hätten wir Picochilla, ein Lampi, ein Glibunkel, ein Galamauzi, ein Hoplo, dann eine Parallel-Karte, ein Sensekt, und das ist eine Common-Karte, und ein Relaxo-V. Ja, sehr geil. Verzehrer und Hinfallen. Ja, coole Sache, eine V-Karte. Eine Energiekarte, dann ein Mogelbaum, eine Energiesuche, ein Kotomi und eine Codekarte. Dann haben wir das letzte Booster aus diesem Blister hier. Und da haben wir ein Hoplo. Das sehe ich doch sofort. Genau, ein Hoplo. Dann geht es weiter mit Fatalité, einem Maracamba, ein Pikachu, ein Galamauzi, dann haben wir das Parallel hier von einem Salanga, eine Common-Karte, dann die Rare-Karte ist ein Noctu, eine Energiekarte, dann eine Trainerkarte Energiesuche, ein Flottball und ein Voltula. Das ist das letzte hier drin. Genau. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. So, so, so. Ein Haufen Karten hier aus den drei Boostern, drei Parallel-Karten, ein paar schicke Rare-Karten, unter anderem hier den Relaxo V und hier den Liberlo mit dem Glitzer-Effekt. Sehr, sehr cool. Dann die Münze und natürlich hier die Promokarte von Morpeko. Ja, das dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Ganzen haltet. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen.
Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch auf den Discord-Server kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Dort könnt ihr dann auch mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Discord ist komplett kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet sich der Link zu unserem Zweitkanal Toys at Langley 1013. Hier gibt es Speedbuilds, diverse Lego-Sets, Zeitschriften, Reviews sowie verschiedene Lego-Unboxings. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.